Ja, moin erstmal nochmal von mir. Ich bin Dominik, CEO und Co-Founder von Heylogin. Und Heylogin ist der Passwortmanager für die SaaS-Revolution. Warum SaaS-Revolution? Naja, es gibt so eine neue Statistik, die sagt, 130 SaaS-Apps werden im Durchschnitt in einem Unternehmen eingesetzt heutzutage. Das ist extrem stark gestiegen über die letzten Jahre. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Sobald ich sehr viel SaaS-Apps habe, habe ich auch sehr viel Passwörter. Und das heißt, wir brauchen einen Passwortmanager. Und ich denke, wir befinden uns eher am Anfang des Rollouts von Passwortmanagern. Da ist noch einiges, was auf uns zukommt. Und da komme ich zum Punkt. Wir brauchen unbedingt einen Passwortmanager, der für jeden funktioniert, nicht nur für IT-Leute. Was ist das Problem mit existierenden Passwortmanagern? Alle diese Lösungen, OnePassword, LastPass, Dashlane, die haben alle dieses Master-Passwort. Ja, ein Master-Passwort ist ein ganz besonders langes Passwort, ganz besonders kompliziert und man muss es andauernd eintippen. Das ist unsicher und es nervt. Und unsicher, es gibt kleine Statistik, 28% der Nutzer haben ein Master-Passwort gewählt, was sie auch bei einem Account auf einer Website benutzen. Das führt zu Credential Stuffing Attacks und so weiter und so fort. Security and Usability Nightmare auf jeden Fall. Wie lösen wir das Ganze mit Heylogin? Wir haben von Anfang an kein Master-Passwort, sondern haben das ersetzt durch eine Hardware-Lösung. Bei uns bestätigt man auf dem Smartphone und ist dann am Laptop eingeloggt. Das heißt, das Ganze ist wesentlich sicherer, weil es Zwei-Faktor bei Default ist und hat natürlich eine bessere User Experience. Wir sind jetzt tatsächlich seit 3 Jahren in der Entwicklung und auch haben einen sehr guten Stand. Nach und nach weitere sogenannte Bestätigungsgeräte hinzugefügt. Das funktioniert jetzt auch mit Sicherheitsschlüsseln neben Smartphones, gerade für Firmen interessant, wo nicht jeder Mitarbeiter so ein Smartphone nutzen möchte oder darf. Oder auch mit TPMs im Laptop selber. Ja, natürlich, wenn man Heylogin einsetzt, hat man sozusagen die volle Kontrolle des Lebenszyklus. Wenn man Onboarding macht, kann man die Mitarbeiter direkt Passwörter zuweisen, Logins zuweisen und beim Offboarding denen die auch wieder wegnehmen. Wir haben Funktionen, Berechtigungen, dass die Mitarbeiter tatsächlich dann diese Passwörter niemals sehen, obwohl sie im Hintergrund benutzt werden. Was sind unsere typischen Zielkunden? Wir gehen tatsächlich aktuell mehr auf die Unternehmen aus Europa, die erst in den letzten Jahren in die Cloud gewechselt sind. Das heißt, die haben vorher keinen Passwortmanager benutzt, haben jetzt den Bedarf, aber brauchen eben eine Lösung, die für alle Mitarbeiter funktioniert und nicht eine komplizierte IT-Lösung ist. Nebenbei haben wir auch ein paar Kunden, die eher modern sind und von existierenden Passwortmanager wie Dashlane oder OnePassword zu uns gewechselt sind, weil sie gesagt haben, alles klar, mit Heylogin funktioniert das Ganze nochmal effizienter, nochmal schneller und spart Zeit. Ja, was ist unsere Go-to-Market-Strategy? Wir machen, was man nennt, Founder- und Sales-Led. Das heißt, zum einen wird meine Persönlichkeit sehr stark in den Vordergrund gestellt. Ich trete auf verschiedenen Events auf, halte Vorträge über die Sicherheit von Heylogin, erkläre, wie das Ganze funktioniert. Wir arbeiten mit verschiedenen B2B-Influencern zusammen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist sozusagen das, was man heutzutage macht. Advertisements ist einfach ein Thema, was aktuell nicht mehr gut funktioniert, gerade in dem Bereich Security. Wir haben einen sehr klassischen Vertriebsansatz. Das heißt, wenn jemand interessiert ist, gibt es verschiedene Videocalls von Demo bis hin zur Negotiation und dem Closing, wo natürlich auch verschiedenste Akteure in dem Prozess involviert sind. Ja, wie gesagt, das macht uns besonders. Zum einen natürlich die User Experience, zum anderen aber auch die europäische Compliance. Wir haben nur europäische Unterauftragsverarbeiter, hosten das Ganze in Deutschland, sind also DSGVO-konform, also wirklich DSGVO-konform. Wir behaupten das nicht nur wie andere amerikanische Konkurrenten. Und nächsten Monat haben wir den TÜV Rheinland bei uns, der dann den Stage 2 Audit von der ISO 27001, der neuen Version 2022, abnimmt. Ja, die Kunden bleiben bei uns. Wir haben so gut wie keinen Churn aktuell. Das liegt daran, dass unser Produkt sehr gut funktioniert. Das sieht man an den Bewertungen 4,8 von 5 im Durchschnitt, basierend auf den ganzen verschiedenen Stores. Ja, dann immer so eine Frage im Startup-Bereich, ist das überhaupt ein Produkt, was einen großen Markt hat? Ich sage ja, natürlich. Der Identity- und Authentication-Markt ist riesig. Wenn man jetzt den Passwort-Manager-Markt dort mal rausnimmt, dann sind wir hier aktuell bei einem Markt von 1,59 Milliarden Euro. Der wird wachsen in den nächsten 5 Jahren auf 6,67 Milliarden Euro und eben irgendwas von bei 15% ist eine grobe Abschätzung von diesen Unternehmen, haben schon eine Lösung im Einsatz. Das heißt, sehr viele haben noch keine und brauchen demnächst eine. Die natürlich wieder, da komme ich wieder zum Punkt,
auch für die nicht technischen Mitarbeiter funktioniert. Ja, unser Team, wir sind zwei sehr technische Founder. Ich komme aus der akademischen Welt, habe verschiedene Sicherheit- und Usability-Publikationen veröffentlicht. Mein Co-Founder Vincent war immer in der angewandten Kryptographie tätig, hat verschiedene Verschlüsselungsverfahren deployed für Android-Apps oder auch für Xing im Auftrag. Seit letztem Jahr haben wir Matthäus dabei als Head of Sales, der den ganzen Vertrieb mit aufbaut. Genau. Wir haben 2020 angefangen, Halogen zu entwickeln mit einem Research and Development Grant. Startup Secure nennt sich das. Haben dann letztes Jahr eine Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen mit 1,2 Millionen. Da hatten wir deutsche Business Angels auf der einen Seite, zum Beispiel den Ex-Vorstandsvorsitzenden von E.ON Deutschland, den Ingo Luge, aber auf der anderen Seite auch Mozilla als US-Pionier, die einfach sehr stark nach ihrem Manifesto investieren und wir passen da sehr gut rein als Security- und Privacy-Unternehmen. Das heißt, interessante Kombination. Auf der einen Seite die konservativen Deutschen, auf der anderen Seite das innovative Mozilla. Jetzt aktuell bin ich am Raisen einer Seed-Runde von 2,8 Millionen Euro, die ich bis Ende Februar abschließen möchte. Damit bin ich pünktlich am Ende. Ich habe sogar noch eine halbe Minute, aber ich würde dann gleich zu den Fragen übergehen. Ich sitze gerade in Helsinki tatsächlich auf der Slush, einer der größten Startup-Konferenzen, um eben mit Investoren zu reden. Dankeschön.